Auf der Suche nach Yennefer, seiner einstigen Freundin und Geliebten, gelangte Geralt ins Dorf Weißgarten. Die Zauberin schien nur ein paar Schritte entfernt, doch sie blieb ungreifbar. Ja, und damit wieder mal herzlich willkommen bei The Witcher 3. Das war eine schöne Rückblende. Ich denke aber, das wird jetzt bei jeder Folge kommen. Dazu muss ich allerdings raus aus dem Spiel und wieder rein in das Spiel. You know. Auf jeden Fall werden wir uns jetzt mal in, wie hieß das Dorf? Weißgarten? Ich weiß es nicht mehr. Mit unserer kleinen Plötze hier werden wir uns hier mal ein bisschen umschauen. Wobei, nee, ich glaube, Plötze lassen wir hier und wir gehen mal einfach zu Fuß. Hey, warte mal, wir müssen wieder rein. Die Könige mögen zwar kämpfen, aber die Bauern sterben. Mach mal Platz. Pferd. Mach Platz. Hallo, ich möchte da rein. Plötze 2, ich möchte da rein. Ja, dann mach mal einen Abgang. Mach jetzt einen Abgang. Genau, back dich in nach drin. Gut. Why so a long face? Ja, sitzt am Pferd in einer Bar. Ich suche eine Frau. Wie jeder. Nicht wie jeder und nicht irgendeine Frau. Meine riecht nach Flieder und Stachelbeeren und ist schwarz-weiß gekleidet. Zwei Schnäpse. Der wird deine Stimmung heben. Eigentlich trinke ich nicht mit Fremden. Komm, ich weiß, dass dies ein übler Ort ist. Du könntest der Verdauung zuliebe ein Gläschen trinken. Können wir zur Sache kommen? Hast du sie gesehen oder nicht? Yennefer von Wengerberg? Ihren Namen habe ich nicht gesagt. Aber du hast sie perfekt beschrieben. Und was ich mal gehört habe, vergesse ich nie mehr. Kann nichts dafür. Woher kennst du Yennefer? Welch eine Frage. Aus Meister Rittersporns Balladen natürlich. Andere Möglichkeiten hat ein bescheidener Kaufmann nicht, mit wahrer Größe in Berührung zu kommen. Sofern er nicht so viel Glück hat wie ich, heißt das. Und auf einen äußerst geduldigen Hexer stößt. Auf Geralt von Riva selbst, den Schlechter von Blaviken. Hast du Yennefer gesehen? Verzeih mir, aber ich muss fragen, geht es um die Liebe? Geht dich nichts an. Ja, ich als Vagabund verdiene keine Erklärung. Was weißt du? Sag's mir. Bevor du kamst, wäre ich nie auf die Idee gekommen, dass das Yennefer war. Wer hätte ahnen können? Komm zum Punkt. Ein nilfgaardischer Späher der örtlichen Garnison hat sie gesehen. Wo? Bei ihrem Lager. Sie ist da reingeritten, mitten in der Nacht, schwarz-weiß, Stachelbeeren und, sie hatte einen harschen Austausch mit dem Garnisonskommandanten und ist davon geprescht. Wohin? Ich bin nicht allwissend. Frag in der Garnison. Danke. Wir Männer der Straße müssen zusammenhalten. Vielleicht bin ich eines Tages in Schwierigkeiten und du bist in der Nähe und kannst helfen. Den hatte ich wohl am Anfang vergessen, also gestern vergessen, mit dem zu reden. Gut, dann gucken wir jetzt halt ein bisschen rum hier in der Stadt, wo es so abgeht. Barbaren. Beruhige dich, Nordling. Beruhige dich, Nordling. Oh. What the fuck, was... Aua. Hui. Au. Muss mal was essen. Außer Reichweite. Hör auf zu schreien. Was wollen die überhaupt von mir? Was habe ich getan? Erkennen Sie! Nein, Ratzeug!
Au. Naja, hat ja nicht sehr lange gedauert, bis wir gestorben sind. Ich habe Geld verloren. Okay, so wird das also gemacht. Boah, ja, warum nicht? Gut, ich glaube, das lag daran, dass ich irgendwas geklaut habe, da dieses komische Fell. Stimmt's? So, hier ist das Dorf anscheinend schon wieder zu Ende. Fass mich nicht an. Mal so ein bisschen herumgucken hier. Trinkst du ein Gläschen mit mir? Ich heiße jetzt Derva. Boah, der kann buchstabieren, ist ja der Wahnsinn. Kaiser M. hier trinkt, dann fällt er ins Bett und stößt sich ganz doll. Und am Morgen hat er die Hose voll. Hm. Oh Gott. Was sagst du? Boah, guck mal, eine Schmiede. Was? Was soll ich tun? Mit dem reden. Was ist denn passiert? Ach, ich habe ein bisschen gefröstelt letzte Nacht. Da habe ich meine Schmiede abgefackelt. Hat fein geprasselt. Ich habe mir Würstchen gegrillt. Was glaubst du denn, was passiert ist, Armleuchter? Irgendein Piss hat mir die Werkstatt angesteckt. Ich habe alles verloren. Alles! Vorsicht mit den Beleidigungen, sonst trage ich noch zu deinem Unglück bei. Hast du einen Verdacht? Das ganze Scheißdorf. Ich lebe schon ein halbes Jahrhundert hier. Ich dachte, sie sehen mich als einen der ihren. Aber als die Schwarzen kamen, wurde alles anders. Ich bin hier der einzige Schmied. Also muss ich für ihre Garnison arbeiten. Rüstungen ausbeulen, Pferde beschlagen und so weiter. Die Nilfgaarder zahlen mir keinen verdammten Koffer. Sie geben mir nur das Material und Befehle. Aber das können die Menschen sich nicht vorstellen. Sie meinen, dass ich auf Kosten ihres Unglücks reich werde. Dass ich schon auf einem Berg Gold schlafe wie ein Drache. Sie reden nicht mehr mit mir. Sie spucken aus, wenn ich vorbeikomme. Und jetzt das. Ich kann deinen Brandstifter suchen, wenn du was springen lässt. Ich habe nicht mehr viel. Aber das kriegst du alles, wenn du den Wichser findest. Damit er kriegt, was er verdient. In der Brandnacht habe ich Bewegungen vor der Hütte gehört. Bin rausgegangen, um nach Spuren zu suchen. Habe aber nichts gefunden. Aber ich bin ja auch nicht der mit den Katzenaugen. Stets? Viel Glück! Dankeschön. So. Ah, Chris kann ich mit rechten Stick gedrückt halten annehmen. Jetzt haben wir hier so einen geilen Kreis. Ich mache mir eine Schleuder und die Akkäre. Ja, mach das mal. Ich habe schon meine Schwierigkeiten mit zwei Schwertern gegen zwei Wärtern, ja. Mit meinen Schwertern gegen so zwei komischen Wachleuten. Da willst du mit einer kleinen Schleuder so einen Riesenbär jagen, okay? So, Witchy. Schau mich nicht so an. Stiefelspuren. Ein Mann. Ein großer. Mhm. Folgen wir den Spuren mal von einem großen Mann. Stinkt nach Pisse und Schnaps. Schau mich nicht so an. Sieht das irgendwie voll freaky. Einmal hier rum ums Boot. Drück A. Hat die Stiefel ausgezogen und ist ins Wasser gegangen. Wollte wohl seine Spuren vermischen. Guck mal, eine Kiste. Kann ich die nehmen, ohne dass ich killt werde? Da ist was aus dem Schilf gekommen. Ertrunken. Aber er ist entkommen. Mhm. Hat seine Stiefel im Schilf verloren. Die kann er hier auch rausfiltern, weißt du, die Fußspuren. Hier läuft ja sonst kein anderer. Die Spur führt wieder ins Dorf. Der Kaiser weit weg. Dieser Greif ist eine meine Großmutter Plage. Was ist das? Erstmal ausmachen. Also haben die Leute einen. Machen wir wieder an. Blöd. Hier ist blöd. Bumm. Da haben sie ihm den Kopf. Oh, sowas. Kopfabgang. Ja, so war's.
Nur war es so eine hier geht es jetzt rein. Nö, ich hatte damit echt nichts zu tun. Hier endet die Spur, aber ich erkenne ihn an den Wunden. Okay. Aber ich muss erst looten, ich bin lootgeil. Immer noch? Noch was looten, 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 looten? Hier. Durch die Wand looten? Cool. Sneaky. Husch. Das ist cool. Das auch können. Reden. Das hört sich nicht gesund an. Oh, oh. Hier, warum ist denn auf. Warum ist der Ofen an, wenn auf der Pfanne nichts liegt? Ja, hust, hust. So. Du. Warte. Einem Clown. Das muss er sein. Mehr Loot? Loot? Nee, nix Loot. Gut, reden. Hässliche Wunde. Bist du einem Ertrunkenen begegnet? Was zur Hölle geht dich das an? Oh, unser Brandstifter ist auch noch charmant. Komm, der Schmied will dich sprechen. Mit einem Anderling rede ich nicht. Alles Hundesöhne, vor allem die Zwerge. Gierige, kleine Elstern, für Gold machen die alles. Oh ja. Sie schmieden die Schwerter, die uns die Schwarzen an die Kehle halten. Habe ich nicht recht? Mhm. Hör mal, wir können das unter uns regeln. Ich gebe dir Gold. Du verrätst mich nicht. Meine Mutter ist vor einer Weile gestorben und ich habe ihr Werkzeug verkauft. Hab schon was ausgegeben. Aber was noch da ist, gehört dir. Nein. Elstern und Zwerge mögen gierig sein, aber ich bin es nicht. Mich kannst du nicht kaufen. Dann hau ich dir die Visage zu brei. Mach dort mal. Was ist eigentlich das mit diesem komischen Symbol hier? Ganz ruhig, komm jetzt. Oh, cool. So komplett easy peasy gelöst, die Sache, oder was? Hier hoch? Nein. Ich muss mich entschuldigen. Ich gehe mich entschuldigen. Mutant. Was hast du da gesagt? Ah, Götter. Ja. Uffbasse, sag ich dir. Uffbasse. Verdammte Hexer. Was? Ich finde das witzig. Kommt ihr jetzt hinterher oder muss ich in dem Schneckentempo mitlaufen? Er kommt, ja. Komm schon. Komm schon. Lauf einfach mal schnell bis hier hinten hin. Hart! Ich hab dir doch gesagt, Meister Willis, wir helfen dir beim Neuaufbau, wenn der Nachschub kommt. Ist alles geordert. Darum geht es nicht, Kollege. Das hier ist der Brandstifter. Der Hexer hat ihn gefunden. Die Schmiede war wichtig für die Garnison. Und ihre Zerstörung war Sabotage. Kein Verfahren erforderlich. Nur ein Baum. Jetzt wird das Dorf dich erst recht lieben. Jetzt kann das Dorf mich mal kreuzweise. Weißt du, ich habe die Schwarzen zuerst gehasst, wie alle anderen auch. Aber langsam glaube ich, dass sie hier vielleicht für Ordnung sorgen und diesen Wegelagerern Manieren beibringen. Aber genug davon. Deine Belohnung. Und ich konnte ein paar Dinge aus dem Feuer retten. Der Amboss ist noch ganz. Was drauf hämmern kann ich noch. Wenn du was brauchst, sag Bescheid. Ich mach dir gute Preise. Ja, auf jeden Fall habe ich jetzt gerade, glaube ich, ein klitzekleines Problemchen. Ich bin mir nicht sicher, was jetzt hier gerade passiert. Okay, ihr werdet wahrscheinlich einen kleinen Cut in der Mitte gehabt haben, irgendwo bei 13 Minuten. Ich weiß nicht, was da los war. Der hat die Aufnahme beendet und einfach wieder gestartet. Wenn ihr zwischendrin vielleicht irgendwas nicht mitgekriegt habt, tut mir das echt leid. Aber ich weiß echt nicht, was da jetzt gerade los war. Naja gut, jetzt hat er auf jeden Fall seinen Kopf verloren. Dafür, dass er hier ein bisschen gezündelt hat.
Und der will dir uns was verkaufen, oder was? Ein wiederkehrender Kunde. Willkommen. Was brauchst du diesmal? Zeig mir deine Ware. Zeig mir, was du zu verkaufen hast. Oh, ist ja einiges, ne? Ja, komm, lass die komischen Fensterchen. So, das sind links anscheinend meine Gegenstände. Das ist das, was der hat. Ich weiß jetzt leider nicht, was für Zeug ich irgendwie gebrauchen kann. Ich habe da echt keine Ahnung. Deswegen lassen wir das einfach mal. Ja, warte. Zeig mir, was du zu reparieren stand da auch noch, habe ich gerade gesehen. Was hier? Ja, Handwerk. Reparieren. 96 Prozent. Lebt wohl. Lebt wohl. Gut. Ich weiß auf jeden Fall, dass die Aufnahme noch lief, als wir den Typen hier verzaubert haben. Dann fällt er ins Bett. Und wann die genau beendet worden ist, habe ich echt keine Ahnung. Auf jeden Fall sind wir nur von dem Haus von dem Typen bis zu dem Schmied hier gelaufen und den Rest müsstet ihr mitgekriegt haben. Hör mir gut zu. Komm schon. Das nie wieder. Nie wieder. Mutant. Ich frage Nilfgaard nach Yennefer. Shetty ist ein Dummkopf. Ich mit ihm reden. Wenn ich dich je mit ihm erwische, wirst du es bereuen. Und jetzt? Okay, der will nicht. Was willst du? Weiß ich nicht. Chillen? Warte mal. Huch, nee, das war Starttaste. Nein, jetzt wird nicht gespielt, Hund. Wir können gleich eine Runde spielen. Einen Moment, ich muss den Hund nochmal hochhopsen lassen. Komm hoch. So, jetzt gucken wir mal hier, was wir noch für Quests haben. Hier oben müssen wir hin. Ehrlich zu sein, will ich da aber. Einen Moment. Es ist echt schrecklich aufzunehmen mit einem Hund. Das ist echt nicht toll. Gut, wo sind wir denn jetzt überhaupt? Wir sind hier in Dörflein. Wenn wir jetzt zurücklaufen, dann nach rechts und dann gleich wieder links und die Straße folgen, dann kommen wir hier lang. Dann kommen wir vielleicht in dieses Dorf. Ich markiere das einfach mal. Wie geht denn das? Wegpunkt platzieren. So. Jetzt rufen wir unsere Plötze herbei. Komm her, Plötze. Ja, fein. Und dann reiten wir da mal geschwind hin, würde ich sagen. Boah, ne. Ehrlich. Das ist cool. Hallo, Plötze, lauf. Kann ich hupen? Leute mal, trinkst du ein Gläschen mit mir? Ich heiße jetzt Derva. Suchst du Ärger? Mich gerade irgendwie ein bisschen Bock, mich mal hier mit so Viechern zu battlen. Ich halt da so noch keine Erfahrung drin hab. Hi. Das wollte ich auch gerade sagen. Los, los. Hier längs. Ah, guck mal, hier haben wir uns doch mit dem Greif gebattelt, oder? War das nicht? Nicht so schnell. Nicht so schnell, Plötze. Da hinten ist was gelaufen im Wald. Habt ihr das gesehen? Habt ihr das gesehen? Rehe. Geil. Das hier? Das sieht mir aber nicht mehr so wirklich nach einem intakten Dorf aus. Nee. Nee, nee, bei weitestem nicht. Das sind einfach nur alles Ruinen. Gabelung. Warum habe ich hier eigentlich keine anderen Quests? Wir könnten jetzt theoretisch auch dorthin reiten. Ja, komm. Langsam. Dann gehen wir einfach mal zum Questpunkt. Vielleicht kriegen wir ja dann erst so die Möglichkeit, richtig Quests freizuschalten.
Oder wir reden in dem Dorf nochmal mit irgendwelchen Leuten. Ich auch. Ach nee, warte mal, da war doch noch so ein Buch. So ein Brett, wo man Quests... Geht das nur so? Oh, wo ist denn hier dieses komische Brett gewesen? Halt's Maul. Da vorne. So. Mitnehmen. Ja. Aha. Och nee, jetzt hab ich wieder die Taste gedrückt. Ja. Ja, danke. Hallo? Ja, ist gut. Hör auf. Ah, guck mal eine an. Jetzt haben wir hier auch Quests. Nicht erkundeter Ort. Da gehen wir da mal zuerst hin. Ich befürchte nämlich, dass dieser eine Punkt von der Quest, den wir hatten, uns direkt irgendwie, weiß ich nicht, in der Story zu weit führt. Und ich würde gern sehr viel Nebenquests noch machen. Ich kau die immer. Schon ein Stückchen weiter weg, ja. Was ist da vorne? Blue Man Group. Hallo. Au! Alter! Ich krieg das auf jeden Fall mit diesem Ausweichen noch nicht so richtig hin, Au! Komm, Bitches. Jawohl. Kann ich die looten? Looten. Warte. Aber. Monsterknochen. Menschenblut. Kann das sein, dass das mal Menschen waren? Komm her, Bitch. Jetzt, du Stück. Ich muss jetzt erstmal gleich mal eine Rünsche meditieren, Alter. Ich jetzt die Sonnenuntergang, aber machen wir das einfach mal so bis 6 Uhr. Geht da fix. Ich sehe auch schon, wir sind bald. Naja, nee, noch nicht. Ich wollte schon sagen, wir sind schon bald am Ende, aber das stimmt gar nicht. Der erste Teil von da, wo es abgebrochen ist, war 13 Minuten. Also haben wir noch ein bisschen. Na? Irgendwie ist das mit A aufheben immer noch nicht so. Irgendjemand hat gestern aus meiner Freundschaftsliste vorgelesen, dass mit dem Update an The Witcher blöde Sachen dazugekommen sind. Oh, warte mal, Schwert. Oh, ein Schwert. Gib mir das. Das ist noch eine Kiste. Alles nehmen. Nehmen einfach alles mit. Hallo? Ach, Beaver springt, ne? Gut, dann gucken wir mal, was wir gecrasht haben. Inventar. Ja, danke. Weiß ich. Ja. Huch. Das hat jetzt... Plus 9, ja. Na, dann nehmen wir das. Was ist das hier? Oh, eine neue Rüstung. Och, das sieht ja wunderschön aus. Wunderschön sieht das aus. Durchbohren. Wir nehmen das trotzdem mal. Die Rüstung ist dann doch schon etwas besser als die, die wir eben anhatten. Aber dass man auch so schön anders aussieht, ne? Das ist schon geil.
Also es war anscheinend jetzt nicht so richtig eine Quest, sondern eher so ein, ja, wie auf der Karte eben angezeigt, der nicht erkundete Ort. Weltkarte. Dann gehen wir auf zum nächsten Punkt. Einfach direkt. Guck mal, der ist sogar nicht so weit weg. X. Gucken wir unser Plötzilein. Komm jetzt. Oh, Ghule. Ich weiß nicht, ob jetzt dieses Feuerding so wirklich effektiv ist gegen Ghule, aber bis jetzt bin ich damit eigentlich recht gut zurechtgekommen. Komm her, du hässliche Ghul-Hure. Au. Gut. Oh. Aha. Ja, das habe ich, glaube ich, in einem Trailer gesehen. Wenn man Orte von Viechern befreit, besiedeln die Leute wieder dort. Aber. Achso, da hinten liegen sie. Ich wollte Ghule looten. Ach, das war sogar mein Punkt, ja. Ist ja cool. Hab ich gar nicht mitgekriegt. Dann essen wir mal was. Brauchen wir jetzt nicht meditieren. Rufen die Karte wieder auf. Suchen uns den nächsten Punkt. Und der ist auch nicht weg. X, immer noch. Lerne es nicht. Nee, wie hüpft man denn mit dem Kackpferd? Das ist das Schwertsche. Magie. Ein Ort der Macht. Oha. Ganz sneaky. An dem Bär vorbei. Ich will das Ding. Was ist das? Ich weiß nicht, was es ist, aber ich will es haben. Alle, da war's. Hallo? Verdammt, bist du hässlich. Ich glaube, Igni. Nee. Jade, was ist das denn? Ist das magische Falle? Ah, aber besiegen will ich den jetzt dann doch schon. Au. Durch der Damage oder so? Ne, verlangsamt ist das. Ja, nice. Aber. Bäm! Bäm! Jawohl, Alter! Nice one! Menschen, ne? Okay. Ja, cool. Jetzt habe ich dann halt dieses Ding in hier gekriegt, ja? Warte mal, du hast deinen Fertigkeitspunkt. Ach nee, das ist noch die falsche Taste. Wenn du eine gewisse Anzahl an Erfahrungspunkten. Ja, wir überspringen das einfach. Ich
macht das ganz spontan. Was kann ich denn jetzt hier machen? Schneller Angriff. Schneller Angriff verdienen. Mhm. Okay, das wäre ganz cool. Starker Angriff. Verteidigung. Meisterschütze. Gestattet dir die Verwendung. Das ist so klein geschrieben. Ich kann das von hier aus kaum lesen. Brust wäre natürlich auch fett, aber ich glaube, ich mache erstmal diesen schnellen Schlag hier. Tatütata, was? Wähle mit links Fertigkeit und drücke dann. Ja, will ich. Ich will das da. Ich will das. Gib mir das. Oder kann ich jetzt das? Nö. Nein. Ach so, ich muss eins von den unteren hier nehmen. Also. Stärkerer Angriff. Schneller. Achso, das ist ja das. Ah, cool. Gut. Sorry. Ah, was oder. Mhm, cool. Jetzt aktiviert. Ja, das ist ja nice. Naja, ob das jetzt schneller geworden ist oder nicht, weiß ich nicht. Ehrlich zu sein. Plätze. Halt, du freches Stück, du. Ich bin dafür, wir reiten jetzt mal in das Dorf zurück. Markieren das uns auf der Karte. Das war nämlich dieses hier, glaube ich. Ne, das war das hier. Da reiten wir hin und dann beenden wir diesen Part. Dürfte ja dann ungefähr so eine... Nee, das ist schon wieder ein Zaun. Ich weiß nicht, wie man mit dem Vieh springt. Das war es auch nicht. Gut. Diesen Weggabelung nur. Ach komm, reiten wir durch den Wald. Was soll's. Genau, und dann sind wir auch schon wieder in der Abendröte. Steigen wir ab hier. Ich denke mal. Ach ne, komm. Ich gehe nochmal zum Schmied. Kann man ja Sachen reparieren. Auf rumzäulen, mein Gott. War doch hier hinten irgendwo, oder? Ja, da. Ja, auch hier kann man Waffen aufwerten. Okay. Ein wiederkehrender Kunde. Willkommen. Was brauchst du diesmal? Zeig mir, was du zu verkaufen hast. Richtig. So, Handwerk. Reparieren. Und das Schwert, es muss dringend repariert werden. Das ist cool. Das ist unser Silberschwert. Okay. Die Rüstung muss auch repariert werden. Oh, ansonsten sieht das alles eigentlich noch recht gut aus. Zerlegen. Okay. Ja, ist gut, danke. Wenn ich jetzt hier mein Schwert zerlegen würde, würde ich Lederstück und Eisenbarren raus. Ich weiß nicht, ob ich das tun sollte, deswegen tue ich das erstmal nicht. Ich denke mal, so ein Ersatzschwert beizuhaben wäre auch nicht so verkehrt. Gut. Dankeschön. Leb wohl. Leb wohl. Und wir beenden nun hier den Part bei The Witch Dry. Und wie gesagt, ich danke euch wieder mal fürs Zuschauen und ich hoffe, ihr schaltet morgen auch wieder ein. Und ja, haut rein. Bye, bye.